Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Car Mechanic Simulator 2021 hier aus Seagames Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich habe die Musik wieder an. So, da habe ich ihm gerade drüber nachgedacht und deswegen habe ich nichts weiter dann gesagt. Und dann sind mir gerade die Dinger hier hinten aufgefallen beim Gucken Scheibe rein rausheben. Also so Saugnäpfe sind das mit Griffen dran. Zack, machst du auf die Scheibe, klickst die Nibbel um und dann kannst du die Scheibe rein und rausnehmen. Wie die an Lochblech halten, ja, das weiß ich nicht. Aber okay, sie halten dort. So, vielleicht hat er ja auch einer ein bisschen Kleber dran geschmiert. Da hinten eigentlich drauf gezeichnet. Sieht ja auch cool aus. Ach, hier Motorteile. Ah, okay, das sind die gleichen Zeichnungen. Ah, die kenne ich. Die hängen auch hier. Moment. Kann ich euch zeigen? Die hängen auch hier. Genau die gleichen Zeichnungen. So. Guti. Also, das erstmal zu dem. So, ein bisschen Blödsinn, die macht nebenbei. Wir werden uns jetzt ein Auto besorgen, welches wir reparieren wollen. Und eigentlich... Ach komm, lass uns zum Schrottplatz fahren. Wir gucken mal, ob es diesmal klappt. Und gucken, ob wir da was Schönes finden, was Kleines. Dass wir da schnell nochmal reparieren können. Wo wir vielleicht einen großen Gewinn oder sowas erwarten. Und dann gucken wir mal. So. Lad. Lädt lange, ne? Nö, mach mal kein Mist hier, ne? So, schön. Da sind wir auf dem Schrottplatz. Wie gesagt, also das ist die Stelle, wo ich sage, das ist cool gemacht in dem Junkyard Simulator, ne? Dass du da überall hinfahren kannst, wie bei, also mit deinem eigenen Fahrzeug. Nur sie haben halt einfach zu viel drumherum noch dabei, was dann halt nicht so cool ist. So, hier haben wir was, da fehlt mir zu viel. Das sieht auch nicht nach einem Auto aus, was ich machen möchte, nee. Aber hier, diese Luxuskarriere, diesen alten Cruiser hier, der könnte mich interessieren. Da sind auch jede Menge Teile noch drin, ne? Ja, der könnte mich interessieren. Wenn man also mal drauf guckt, da hat man noch etliche Teile. Sind zwar alle Schrott, aber das macht ja erstmal nichts. Das ist ein schöner V8 Motor ohne Kompressor. Hinten Blattfederung, Heck angetrieben. Ja, man kennt es. Was willst du denn dafür haben? Ah, den habe ich sowieso gekauft gehabt letztes Mal auch. Okay. War mit dem Preis aber besser. Na gut, wir kaufen ihn trotzdem. Den werden wir aufbauen. Und dann gucken wir noch, dass wir noch einen zweiten kriegen hier. Da haben wir einen schönen sportlichen. Ich bin aber nicht so der Cabrio-Typ, muss ich sagen. Der hat einen Kompressor drin, ne? Jetzt quasi den gleichen Motor, nur mit Kompressor oben drüber. Dann müssen wir mal gucken, ob wir die schon hatten. Eine Bolt-Replika hatten wir noch nicht, ne? Reptilia, nicht Replika. Was will denn dafür? Okay. Nehmen wir auch mit. Die nehmen wir auch mit, das Reptilia-Teil. So, das ist ein Mini. Wir haben 6 Stunden im Kofferraum. Uiu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 i. Elendika. Kaloppe. Hm. Yes. Was hat denn der für eine Antriebsart? Hat der Allrad oder hat der nur Heckantrieb? Nur Heckantrieb, schade. Ein V6 Motor. Okay. Achso, da fehlt der Zylinderkopf auf der Seite. Das sieht ja so komisch aus. Alles klar. Okay, naja. Nee. Aber nicht. So, gucken wir nochmal weiter hier. Was haben wir hier Schönes? Sieht auch sehr sportlich aus. Mit einem reinen Sechszylinder. Naja, das machen wir auch öfter den Fehler. So. Aha. Ein ZJR. Der Cura Supra. Ah.
Haben wir aber alles Fahrzeuge hier? Nee, machen wir nicht. So. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich Autos, die man nur auf dem Schrottplatz finden kann? Weil das wäre natürlich was, was man dann wirklich mal machen müsste, dass man nur die, die man auf dem Schrottplatz findet, auch wirklich auf dem Schrottplatz dann repariert. Jede Ecke auf dem Schrottplatz war ich glaube auch noch nicht. Oder? Doch, den war ich schon mal bei dem. Ich kann mich daran erinnern. Auch so eine ganz alte Limousine hier wahrscheinlich. Gucken wir uns mal an hier. Ja, na 98, so alt gar nicht. Sieht aber fürchterlich aus. Ist das nicht diese typische Polizistenkarre in Amerika? Ich glaube ja. So, was haben wir hier Schönes? Oh, der hat auch einen Kompressor oben drauf. Der hat Leistung. Ein LX550. Uiuiuiui. Okay, 700 PS, okay. Der könnte mich natürlich auch noch interessieren, muss ich ehrlich sagen. Also auch etliche Teile noch vorhanden, wenn ich das richtig sehe, ja. Aber er hat auch keinen Allradantrieb, er hat bloß Heckantrieb, okay. Ich glaube, den nehmen wir auch mit. Der bringt auf jeden Fall gut Schotter. Der bringt auf jeden Fall gut Schotter, wenn wir den verkaufen. Würde sagen, ist gekauft, ab in die Werkstatt damit. So, okay, dann gehen wir jetzt auch zurück zur Werkstatt. Haben wir 3 Autos wieder gekauft für ordentlich Geld. Wir sind jetzt mit 40.000, glaube ich, unterwegs. Das reicht, um zu reparieren, aber um zu restaurieren. Welchen machen wir als erstes? Ich würde sagen, wir machen den, den ich jetzt als letztes gekauft habe, als erstes, weil der verspricht mir den höchsten Gewinn und den größten Spaß daran. Und ich möchte ihn, also einen Panzer nicht in meinem Dings haben. Hier, da ist er das schon? Das ist er sogar schon hier. Ja, also da fehlt einiges dran, ne? Ist klar, aber ich denke mal, da können wir was draus machen. So, dann gucken wir noch ganz kurz vor die Tür, wie die anderen Autos aussehen hier. Ja, der könnte Spaß machen hier. Also den möchte ich gerne behalten, weil Oldtimer mag ich. Und das Ding, das werden wir einfach mal aufbauen und mal gucken. Das bringt auch ordentlich Geld, würde ich sagen. So, schön. Dann rein hier in ins Gemüse. So, was bauen wir aus? Wir bauen alles aus, was nicht dran gehört. Wie sieht denn bitte schön der Schaltknippel aus? Oder wollen wir... Nee, warte mal, wir gehen erstmal putzen. Wir gehen das Auto erstmal putzen, das sieht hier aus wie Sau. Da können wir schon mal das meiste Geld mitmachen. Oder beziehungsweise schon mal das erste Ding mit sehen. Fahrzeug bewegen, wo ist es denn? Ah, da. Einmal in die Reinigungsanlage, bitte. Und dann... Gehen wir nämlich schon mit der Autowäsche drüber. Dann sehen wir schon mal, dass das in irgendeinem hässlichen Grün lackiert war. Obwohl, naja, es geht noch, das dunkle Grün. Nein, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, dann machen wir den Innenraum. Mhm. Okay. So. Gucken wir mal ganz kurz auf die Fahrzeuginfo. Schön. Dann würde ich sagen, es ist angerichtet. Wir machen mal Folgendes. Ich mal schnell. So, bevor wieder irgendein Unfug passiert. Gut, dann nehmen wir mal hier eine Stoßstange raus, eine Lampe raus, noch eine Lampe raus. Ein Kotflügel können wir abbauen. Ein Rücklicht haben wir noch. Moment. Entschuldigung. Eieiei. Kann wieder Nieserchen. So. Was müssen wir oben noch abbauen, damit wir den Motor rausgenommen kriegen? Eigentlich nichts, aber wir bauen hier erstmal den Krempel noch raus. So, achso, da ist noch ein Relais drin. Dann noch eins. So, dann kann das hier auch ab. Dann ist erstmal oben rum alles weg, was nicht dran gehört. Und dann würde ich sagen, einmal eine Etage höher. Und dann werden wir hier versuchen,
so viel wie möglich noch abzubauen in 10 Minuten. So, den raus, Bremsbeläge ab, Bremsscheibe runter, wie heißt die Kappe? Radlagerkappe, glaube ich. Radlager raus. Dann kann hier der Axtträger raus. Nee, was ist das? Die Narbe. Dann haben wir das Schutzblech. Dann müssen wir hier mal ganz kurz Bruchstange raus. So, dann. Achso, hier muss die Koppelstange erst weg. Die ist leicht angerostet. Jetzt kann sie weg. Dann können wir hier den Feder mit Pierce und Federbein rausnehmen. Hier unten den Querlenker noch weg. So, und dann kann hier der Axtträger raus. Sehr schön. So, dann nehmen wir hier mal die Gummilagermuffe mit. Das Ding nenne ich immer falsch, ne? Hallo. Was ist denn da los? So, dann rüber auf die andere Seite. Radschrauben. Oha, drei Radschrauben brauchst du. Ja, die hat sich wieder gedreht. Ja, die hat sich auch ein Stückchen gedreht. Pack die auch. Das ist ja. So, dann kommst du hier. Oh, die Schrauben noch gut hier. Dann Beläge raus. Bremsscheibe raus. Kappe weg. Radlager weg. Narbe. Weg. Wärmeleblech weg. Ruhestandkopf. Stange und auch gleichzeitig das Lenkgetriebe gleich mit wegmachen, wenn wir schon mal dabei sind. So, Koppelstange. Gamba. Babi, raus damit. Federbein. Sieht sehr schön aus, brauchen wir aber gerade nicht. So, hier noch eine Schraube, da eine Schraube und zack, ist auch der Querlenker weg. Und ein Axtträger. Axtschenkel. So, und dann haben wir den hier. Dann haben wir dich. Und dann ist vordere Fahrwerkteil komplett abgebaut. So, dann haben wir hier ein paar Auspuffteile. Die müssen wir dann doppelt nachkaufen. So. Rad runter. Dann muss man nehmen. Oh, beide Schrauben gerostet. Sehr schön, auch damit. So, dann die schöne kleine Bremsscheibe weg. Deckachse. Raus damit. Boah, das war beim LT so eine elendige Arbeit, mal so eine Steckachse wegzubauen. Ey. Oh, da habe ich richtig gekoddert. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war keine Arbeit, die mir gefallen hat, das stimmt. Also das war wirklich so schrecklich, dass ich mich wirklich noch daran erinnern kann, ne? Dass ich das mal machen musste. Also so ein LT35 oder wie die Dinger hießen, diese Transporter von VW. Also nicht die Bullies, sondern die nächstgrößere Variante. Oh. Da klappt das Positionieren nicht ganz. Da stimmt das Fahrzeugmodell nicht ganz. So. Na gut. Ist auch nicht weiter schlimm. Ich denke mal, das wird mit dem nächsten Patch behoben oder so. Oder mit irgendeinem Patch. So. Schön die Hinterachse ganz fein säuberlich auseinandernehmen. So. Matte weg. Kann ich alles abbauen, um das Rad abzubauen? So, Udi, dann ist Lörrad dran. So. Na, komm her. Wo ist die Bremsscheibe nicht so schnell? Wie ich es wollte. So was. So. Ja, das war noch. Das ging noch rubbel die Katz hier. Guckt euch an, wie schnell es ging. Voll konzentriert bei der Sache gewesen. Dann holen wir jetzt mal den Motorkran hierher.
und rupfen den Motor da raus. Ausbauen. Das Getriebe noch dran gelassen. Hat er recht. Hat er recht. Das Getriebe ist noch dran. Da ging das so viel Rubbel die Katze, dass es nicht richtig war. So. So. Nur aber jetzt. Und ob ich den Motor auch rausnehmen kann, wenn das Auto oben ist. Egal. So, Motor raus. Und damit kommt der Motor hier an den Motorständer. Den Motor dran. Ja, diesen hier bitte. So, dann wollen wir loslegen hier. Na, ziehen wir gleich die nächsten Schrauben. Das ist kein Problem. Wir sind hier geübt im Schrauben. So, da noch eine Umlenkrolle weg. So, dann kann hier eine Wasserpumpe raus. Sehr gut. Dann kann hier ein Schwung. Rad weg. Hier noch eine Umlenkrolle. So, der ganze Quatsch kann nicht raus, weil hier noch der Ventildeckel drauf sitzt. Oh, die Zündkerzen sehen auch wirklich saumäßig aus. Gerne mit. So. Dann kann der jetzt raus. Und dann haben wir hier ein Zahnriemen, zwei Zahnriemen, Kompressor, vielleicht angerostet. Kann weg. So, Kraftstoffverteilung haben wir keine mehr drin. Okay. Dann geht's hier weiter. Nockenwellenrad runter, Nockenwellenrad runter, Nockenwelle, Nockenwelle, Zündkerze, Komplettschrott, Kernschrott. Die ist wirklich Kernschrott. So, dann haben wir hier den Zylinderkopf auf der einen Seite. Da ist er weg. Und dann haben wir hier Nockenwellenrad, Nockenwellenrad, Nockenwelle. Na, die Nockenwelle nicht getroffen. So, hier ist auch keine Zündkerze mehr drin. So, da ist was rostig, da ist was rostig. Und hier draußen ist auch noch was rostig. So, Rostlöser hat gewirkt. Schraube kommt raus. Wäre auch cool, wenn sie so ein Minigame machen würden oder so. So, dass er richtig mit Hebel dran muss und alles. So, dann wollen wir mal gucken. Na gut, dann drehen wir halt dahin. Ah ja, die Kolben, die hier sind ja alle. Können ja alle raus. Ja nichts mehr dran. So. Dann bauen wir noch die Kupplung ab hier. Zack. Funkscheibe auch runter. Kurbelwelle raus. Motorblock ab. Komplett auseinandergenommen in unter 10 Minuten. Na, das ist doch toll. Da können wir doch glattweg noch das Schweißgerät da dran halten. So, dann wollen wir doch mal gucken. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, was bringt er jetzt? 1331. Oh, da ist noch eine Tür eingebaut hier. Guck an. Oh, die müssen wir jetzt dran lassen. 3200, ja, das bringt es auf jeden Fall. Dafür, dass wir 1100 ausgegeben haben, von 1300 auf 3200, also 2000 Gewinn, das hat auch gut Geld gebracht schon mal. So, dann ist hier auf jeden Fall die Karosserie schon mal wieder schickig. Jetzt gefällt mir das Grün eigentlich gar nicht mal so schlimm hier, dieses Metallic-Grün, was da drauf ist. Das kriegen wir hin. Den werde ich einfach wieder so lackieren, wenn die neuen Teile dran sind. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir alles reparieren, Teile kaufen und dann wieder zusammensetzen. Und dann müssen wir ein paar Teile nachkaufen, die wir halt alle nicht haben. Das sehen wir mal da. Bis dann. Tschüss.